Neues Video mit neuem Bier, dafür ohne Haare. Und zwar Roggenbier von der Brauerei Dinkel aus Stublan. Eine meiner absoluten Lieblingsbrauereien, eins meiner absoluten Lieblingsbiere. Das Bier ist obergärig, schäumt ganz schön. Alle Biere in Deutschland, die mit irgendeinem Malz gebraut werden, das nicht Gerstenmalz ist, wie jetzt in dem Moment Roggenmalz, die müssen obergärig sein. Und so ist das hier auch. Das riecht man auch. Das hat so diesen klassisch bananigen, würzigen Geruch, den Weizenbiere auch haben, weil das genau die Hefe ist. Es gibt auch noch ganz viele andere obergärige Hefen. Da geht man so in die Ale- oder Porter-Richtung, Alt-Richtung, Kölsch-Richtung. Aber das hier ja, mit so einer Weizenbierhefe vergoren. Roggen ist ein ziemlich altes Getreide. Kennt man ja eigentlich mehr so aus dem Brotbackbereich, aber auf jeden Fall kann ja auch vermälzt werden, kann ja auch mit eingebraut werden, ist überhaupt gar kein Thema. Und die Brauerei Dinkel aus Stublang bei Bad Staffelstein, die machen nur zwei Biere. Einmal Roggenbier, einmal so ein dunkles Lagerbier, beide unfiltriert. Beide echt, echt lecker. Das Lagerbier sogar fast noch ein bisschen besser, einfach nur, weil ich so nicht so der Hefebomben-Fan bin. Nee, aber das ist auf jeden Fall auch echt fein. Also Schaum. Stabil, mächtig. So ein bisschen Mischmasch aus fein und grobporig. Ein ganz gutes Zeichen dafür, dass da wirklich ehrlich gebraut wurde. Ne? Also in so einer kleinen Brauerei sowieso, der macht mit seinem Bier gar nichts mehr. Aber da war keine Behandlung drin oder sonst was. Schenkt man nochmal hinterher, um dann noch ein bisschen was von der feinen Hefe mit ins Glas zu bekommen. So. Schauen wir es uns mal an. Die Farbe ist gelb, goldgelb. Und das Bier ist ziemlich trüb. Jetzt so ins Licht halt über Zeller. Das ist so mehr die Farbe, der es entspricht, wenn man es wirklich direkt vor sich hat und die Sonne nicht so aufs Glas scheint. Genau, also extrem trüb. Ganz, ganz viel Hefe noch mit drin. Riecht wie gesagt bananig. Der Schaum, der will überhaupt nicht gehen, aber ich muss mal irgendwann trinken. Deswegen fange ich jetzt mal an. Hm. Oh ja. Und dem ab. Dem Schaum entsprechend, dem Bierstil entsprechend, ja, ist es ganz schön spritzig. Das ist frisch, erfrischend, fruchtig, also bananig. Aber trotzdem würzig irgendwie. Ich kriege Getreide, ich kriege Brot, ich kriege. Was ich finde, was ich kriege, ist so. Ist ein bisschen Lebkuchen. Ne? Und Haferflocken irgendwie, auch wenn da kein Hafer drin ist. Aber irgendwie so damit assoziiere ich den Geschmack. Ziemlich vollmundig ist das Bier. Also da ist eine ordentliches Stück Restsüße mit drin, aber trotzdem sehr, sehr süffig. Also nicht irgendwie schwer oder mastig, sondern echt eine tolle Bilanz, Balance, so rum. Ja, aus dem Besten aus beiden Welten so ein bisschen. Laut Internet, da steht so auf der Flasche nicht, soll das Bier 12% Stammwürze haben ungefähr und kommt raus bei 4,9% Alkohol. Ne? Also das spricht dafür, dass da eine Menge Zucker unvergoren sind und... Ja, das ist so das Vollmundige. Ja. Was ich noch schön finde an dem Bier, Roggen oder viele von diesen Bieren mit einem mit seltenen oder alten Malzen wie Emmerbiere, Dinkelbiere, Roggenbiere, die sind echt arg brotig. Ne? Also, und da kommt dann kaum noch irgendwie irgendein anderer Geschmack zum Vorschein. Und hier finde ich, ist das schön ausbalanciert mit eben auch einer Menge Hefe. Also,
Das finde ich persönlich sehr angenehm und ist auch sehr reichhaltig. Ne? Da hat man echt das Gefühl, wenn man das Bier getrunken hat, auch wenn sich das leicht trinkt, das war eine ganze Mahlzeit so. Oh ja. Würde für, ich sage das jetzt mal so arrogant, den Nichtkenner bestimmt auch als Weizenbier durchgehen. Einfach nur, weil das eben so dieser typische Weizenbier-Charakter ist. Ne? Habe ich jetzt schon so oft gehört von so vielen, von meinem Lehrer, von so vielen Braumeistern, die alle sagen, Weizenbier lässt sich auch locker ohne Weizen brauen, weil eben die Hefe den Geschmack ausmacht. Ne? Und ganz klar, das dominiert hier auch. Aber wobei ich finde, ist eben nicht so ganz so penetrant wie bei vielen klassischen Weizenbieren. Nicht ganz so penetrant viel Kohlensäure, nicht ganz so penetrant viel Hefe. Und auch wenn man sich die Zutatenliste anschaut, da wird es Gerstenmalz vor dem Roggenmalz genannt. Sprich, bei klassischen Weizenbieren in Deutschland muss man ja mindestens 50% davon haben. Und beim Roggenbier ist es eben keine Vorschrift. Und deswegen, ich denke mal, hier dezenter gehalten. Müsste ich mal fragen, den Hubert, der das braut. Der macht das übrigens ganz alleine da. Finde ich echt cool und ist auch ein super netter Kerl. Man kriegt das Bier nur von da, man muss da extra hinfahren und so. Aber das lohnt sich. Eine Sache noch, die ich da richtig, richtig cool finde und ich persönlich finde, man merkt es auch, der behält die Kühlkette bei. Also das Bier gibt es da nur ab Brauerei. Und wenn man dann da hinfährt und sagt, ich will einen Kasten haben, entweder gemischt oder ganz oder wie auch immer, oder so ein Sixpack oder was weiß ich was für eins, auf jeden Fall, dann holt er das direkt aus dem Kühlraum. Und er sagt dir auch gleich, hey, nimm das mit nach Hause und stell es gleich in den Kühlschrank bitte bei dir. Das Bier wäre sicher auch anders haltbar. Aber so diese Geschmacksstabilität und dass das wirklich so ins Glas kommt, wie er sich das vorstellt, ja, wie sich der Braumeister das vorstellt, das kann man eigentlich nur gewährleisten, wenn man das Bier entweder direkt ab Brauerei kauft oder aus irgendeinem Laden, die das Bier in den Kühlschrank stellen, direkt nach der Anlieferung. Und wer weiß, das machen die ja alle nicht. Ne? Insofern, ja, das ist mal was zum Genießen. Und der ist auch nicht teuer, also günstiger als wir. Ein so ein Kasten Roggenbier hat mich, meine ich, 14 Euro gekostet. Und das ist total im Mittel. So viel kosten alle anderen fränkischen Biere im Supermarkt auch. Und ja, das finde ich eine feine Sache. Ne? Also er lässt sich schon irgendwie bezahlen und so. Und ich denke, das ist ein fairer Preis, mit dem auch gut über die Runden kommen. Wir haben noch mal drüber gequatscht, dass das wohl ganz gut läuft. Aber es ist nicht so ein übler Wucher. Ne? Also ich persönlich bin auch nicht bereit, über 1 Euro für eine Flasche zu zahlen. Das ist immer so eine Sache. Genau. Also so ein bisschen auch für den Ort da. Ne? Dass die Leute, die daherkommen, man kriegt das Bier ja nur da und ich vermute mal, dass 99% der Kunden auch direkt aus dem Ort kommen, dass die sich das Bier aus dem Ort eben auch leisten können. Da ist noch eine andere Brauerei direkt nebenan, der Hennemann heißt der, da war ja auch einmal, auch ganz okay, aber nicht so ganz so besonders wie hier, ne? Die filtrieren ja Bier und ja, weiß ich nicht, das hat mir nicht so umgehauen, aber vom Dinkel gibt es immer echt feine Sachen. Der macht wohl einmal im Jahr auch ein Bockbier, das habe ich aber leider noch nie mitbekommen. Das möchte ich vielleicht das Jahr noch schaffen. Und einen Schnaps brennt er daraus wohl auch. Den will ich auch irgendwann nochmal probieren. Aber ja, erwischen muss man den. Gibt's zwar nicht so oft. Na gut, so viel dazu. Und schaut euch das wunderschöne Glas an, was du möchtest. Das ist ganz Besonderes.